zweite Folge von Let's Play Etnam bricht aus mit mir, King Falke. Letztens sind wir in den Raum gekommen, wo wir sich schon alles an, fast alles angeguckt haben. Und jetzt weiter. Ansehen. Kegel. Die sind unvollständig. So. Und? Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Unter sich. Genau. Nehmen aber. Wozu? Die sind unvollständig. Weiß ich doch nicht. Comic. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Alter, die muss ich haben, Klein. Alter, du gut Comic. Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Okay, aber erstmal nehmen die Erstauflage. Captain Unbrauchbar, was sagst du zur Reaktion? In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar auf Nützlich Boys Chemiebaukasten. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Wäsche? In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Oh nein. Wie schlimm. Ja. Nein, danke. Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Hallo. Hier, radioaktiv. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte, als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Das will ich nachher auch ausprobieren. In diesem Bild verwechselt Captain Unbrauchbar links und rechts. Ja, ist schon mies. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Kass, Kiss, Kass, du, Karton. Was da wohl drin ist? Du musst rein. Boah, das klingt nach... Nicht gut. Ja, fast so als ob. Potztausend, das ist Glas. Ja. Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Heil. Edna. Den tue ich da bestimmt nicht rein. Oh, du solltest ja mal nochmal dran schlagen. Karton, der. Umverpackung aus Presspappe. Ja. Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Rasche. Captain Unbrauchbar. In diesem Bild verkauft Captain Unbrauchbar seinen Gasbombengürtel bei eBay. Comicheft. Das Comicheft, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Ja. Ach, mit W. Es heißt also Bowling. Merkt euch das, Kinder. Ja, habt ihr jetzt was gelernt? Bowling. Wofür dieser Schalter wohl gut ist? Red doch mal mit dem. Licht. Licht! Wird's bald. Na bitte, geht doch. Natürlich so, also, oh mein, oh, jetzt könnt ihr mal alles hier sehen. Und das Wort Licht. Da draußen ansehen. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Ja, du romantisch. Du bist Rapunzel. Rede. Du willst nicht reden. Kannst du nehmen?
Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Captain und Proper. Die Erstausgabe sollte man hinter Glas aufbewahren. Aber ich bin ja auch gerade hinter Glas. Ist ja auch die Erstausgabe, wa? Fenster. Das. Fensters. Fensterbank. Plural Fensterbänke. Ja. Fensterbrett. Fensterbriefumschlag. Fensterflügel. Fensterglas. Plural Fenstergläser. Fenstergriff. Fensterkreuz. Fensterladen. Plural Fensterläden. Selten Fensterladen. Fensterleibung. Fensterleder. Fensterleder. Man kann es auch machen, aber hier. Nee. Ha, ich wusste es. Das Wort Fußnagel gibt es gar nicht. Es muss eigentlich Zehennagel heißen. In diesem Bild lackiert sich nützlich Boy die Zehennägel mit unsichtbarer Tinte. Genau. Comicheft, das Comicheft, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Comicheft, das Comicheft, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Ich dachte, der sagt auch nützlich bei was. Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Was für Dinge stand da und der sagt was anderes. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Respektes. Also wisst ihr, Respektes. Ist noch ein Dach? Oh, 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 hier seid ihr das gar nicht. Oh. Aber hier wieder. Lass mal Poki wieder sprechen. Alles, was ich über das Fernsehen weiß, habe ich übrigens in die Itemreaktion mit dieser Antenne gepackt. HW hat sehr viel Wissenswertes zum Thema Fernsehen zu sagen. Benutzt einfach alles mit dieser Antenne. Dann seid ihr schlauer. Okay, geht zu vorn. Ansehen, Antenne. Bis denn, Antenne. Sieht aus wie eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Was für ein Raum, wir sind draußen, Edna. Ich empfange auch so schon genug. Benutzen. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Oh, hoppla. Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Da muss ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Die bekloppten Show. Sieh her, Harvey. So werden Zeichentrickfilme übertragen. Guck mal, Harvey, eine Antenne. Cool. Jetzt können wir mit dem Mutterschiff Kontakt aufnehmen. Mit dem Mutterschiff. Sieh her, Harvey. So kann die Regierung Piratensender ausspionieren. Ach,
Da hätte ich auch von allein drauf kommen können. Genau. Antenne, die. Siehe auch Empfangsverstärker. Genau, Empfangsverstärker. Denke. Sieh her, Harvey. So kann man die Frequenz einstellen. Mit einem Fußnagel. Na klar. In diesem Bild kündigt Captain Unbrauchbar seinen Kabelanschluss. GG, Junge. Da hinten steht sie. Hier. Lass mal wieder Poki reden. Ja, dieser Screen ist vielleicht nicht der am hübschesten oder perspektivisch richtig gezeichnetste, den ich jemals gemacht habe. Aber er gefällt mir deswegen so besonders gut, weil man halt schon sehr früh im Spiel halt so ein bisschen Überblick darüber bekommt, wo geht's überhaupt noch hin in dem Spiel. Man kann von dieser Position halt tatsächlich bis zum Ende des Spiels sehen. Man ist halt quasi noch am Startpunkt, also irgendwo in diesem Turm, irgendwo unter diesen Dachsträgen muss sich halt Annas Zelle befinden. Aber man sieht halt hinten schon Locations wie zum Beispiel den Carpool rechts unten im Bild, den man halt erst später erreicht, oder noch viel später außerhalb der Mauern kann man eigentlich schon Ednas Weg vorahnen. Und Edna kommentiert das Ganze auch entsprechend, es liegt noch ein weiter Weg vor uns. Und es hat mich immer sehr gefreut, was ist jetzt gerade halt endlich mal in die Luft gekommen und hat halt einfach noch nicht sehr viel erreicht. Das liegt noch ein großes Spiel vor ihm und er muss erstmal wieder rein und durch dieses Irrenhaus durch. Ich hoffe, dass dieser Screen irgendwie motivationssteigernd wirkt. Aber ich hoffe auch ziemlich viel anderen Quatsch. Einen dritten Ghostbusters-Teil zum Beispiel. Ansehen, schau unten. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Sieht aber geil aus. Schön neben. Von hier oben sieht zwar alles aus wie Spielzeug, aber eine innere Stimme warnt mich davor, einen Schritt nach vorn zu tun, um danach zu greifen. Boah, ein Spielzeugauto. Hol's mir. Und warte unten. Hallo! Niemand hört mich. Springen ist keine Lösung. Den werfe ich bestimmt nicht weg. Der könnte noch nützlich werden. Nicht doch. Harvey ist mein bester Kumpel. Bitte mein Freund. Stimmt. Das könnte ich eigentlich langsam auch mal wegwerfen. Die hat das Teil weggeschmissen. Das werfe ich bestimmt nicht weg. Es könnte noch nützlich werden. Die hat das einfach weggeschmissen. Den werfe ich bestimmt nicht weg. Der könnte noch nützlich werden. Das Stuhlbein hat sie weggeschmissen. Kiki, Junge. In diesem Bild bekämpft Captain Unbrauchbar die Gravitation. Vorsicht, Captain! Sie schleicht sich von hinten an! Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen. Also. Hier ist wieder das Fenster. Das Licht ist noch an. Tschüss. Ja, der Charakter Stiesel ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfiguren in Edna bricht aus. Der möchte gern Profi-Minigolfer, dem es nicht vergönnt ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der nämlich richtiger Profi-Minigolfer war und diesen Komplex mit sich rumträgt, der sich Edna gegenüber wie der große Mac aufführt.
ist eine der komplexesten Randfiguren. Also unnötig komplexesten Randfiguren der Computerspielgeschichte, wie ich hoffe. Unnötig komplex. Ich glaube, ich schreibe mir diese zwei Worte mal irgendwo auf und hänge sie mir übers Bett und meditiere darüber. Genau. Okay, das war's wieder mit Edna Brichter aus mit die Folge von heute, okay. Ich sage auf Wiedersehen. Tschüss.